Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, verehrte Gäste! Es ist eben darauf hingewiesen worden, das Gesetz ist am 22. August eingebracht worden. Und in den darauf folgenden drei Monaten ist uns auf drastische Weise vor Augen geführt worden, wie desolat die Lebensmittelüberwachung in Hessen aufgestellt ist. Mit dem Blick in die Wurstkammer der Firma Wilke haben sich Abgründe aufgetan, die von uns in der Tat – und ich glaube, da schließe ich auch die Ministerin ein – die für uns niemand für möglich gehalten hat. Das Ergebnis dieses multiplen Systemversagens der Lebensmittelüberwachung waren 3 tote und 37 erkrankte Personen, überwiegend aus Einrichtungen der Altenhilfe und der Krankenhäuser. Das Verbraucherschutzministerium trägt hier einen Teil der Verantwortung. Das hat die Ministerin ja auch inzwischen eingeräumt. Ich möchte auch gar nicht mehr die ganze Historie aufrollen, aber der Respekt vor den Toten der Angehörigen und den Angehörigen muss uns verpflichten, alles dafür zu tun, damit sich ein solcher Skandal eben nicht noch einmal wiederholt. Und genau hier setzt auch unsere Kritik an. Das vorliegende Gesetz ist vor dem Bekanntwerden des Wilke-Skandals entstanden und konnte folglich auch gar nicht das Ziel gehabt haben, die Ursachen dieses Behördenversagens zu verhindern. Diese waren laut Auskunft der Ministerin zu diesem Zeitpunkt ja auch noch gar nicht bekannt. Zweitens haben alle anzuhörenden externen Fachleute eindrücklich geschildert, dass das vorliegende Gesetz keine grundlegenden anderen Handlungsmöglichkeiten der Fachaufsicht ermöglicht hätte. Die Fachaufsicht war und die Fachaufsicht ist im Besitz aller notwendigen Kompetenzen, um zeitnah und zielgerichtet eingreifen zu können. Das, Frau Ministerin, haben Sie eben schlichtweg nicht gemacht. Aber natürlich gehört das gesamte System der hessischen Lebensmittelüberwachung auf den Prüfstand. Das haben wir als LINKE als einer der ersten Parteien als Konsequenz genau aus diesem Lebensmittelskandal gefordert. Der Respekt vor den erkrankten und verstorbenen Menschen hätte es erfordert, dass auch die Landesregierung hier ihre Bereitschaft zeigt, aus den Fehlern zu lernen und die notwendigen und eben auch wirksamen Konsequenzen zu ziehen. Diesem verweigern Sie sich aber hier und heute, und das ist der Skandal nach dem Skandal. Die FDP-Fraktion hat zu Recht beantragt, das vorliegende Gesetz auf 2 Jahre zu befristen. Diese Zeit, meine Damen und Herren, hätten wir nutzen können und nutzen müssen, eine vorbehaltlose Revision des Systems der Lebensmittelüberwachung in Hessen vorzunehmen und dabei alle erforderlichen Maßnahmen im Ausschuss und in diesem Parlament zu beraten. Es geht doch gar nicht nur um die Ausübung der Fachaufsicht. Es geht um eine unmissverständliche Regelung der Risikoeinstufung. Es geht um die Standardisierung und Überwachung der Eigenkontrolle. Es geht um die Finanzausstattung und Überwachung, die Finanzausstattung der Veterinärämter vor Ort. Wenn wir eine regelmäßige und risikobasierte Überprüfung haben wollen, dann dürfen wir dieses eben nicht nach Kassenlage machen. Es geht, meine Damen und Herren, um den Einsatz des IT-Systems als kreisübergreifendes Monitoring-System in der Lebensmittelüberwachung, deren Ergebnisse selbstverständlich bei der Fachaufsicht zusammenlaufen müssen. Es geht um die Meldewege auf allen Ebenen und Akteuren, und hier darf es keine toten Briefkästen mehr geben. Es geht, vorletzter Punkt, um die Verbesserung der Ausstattung vor Ort und beim Landesbetrieb Hessisches Landeslabor personell und materiell. Und natürlich muss die Ausstattung dem Stand der Technik entsprechen. Und zuletzt, meine Damen und Herren, es geht um die Maßnahmen von Transparenz über Prüfungsergebnisse für alle Verbraucherinnen. Wir brauchen endlich eine Kennzeichnung, damit für alle Verbraucherinnen klar und eindeutig ersichtlich ist, wie es um die Lebensmittelhygiene in dem jeweiligen Geschäft und bei dem jeweiligen Anbieter bestellt ist. Auf all diesen Feldern haben wir bei der bisherigen Aufarbeitung des Skandals Schwachstellen und Verbesserungsbedarfe festgestellt. Aber Sie legen hier einen Gesetzentwurf vor, der ausgerechnet die Fachaufsicht neu regeln will, eine Fachaufsicht, die Sie jederzeit hätten ausüben können. Frau Hinz, noch einmal ganz klar, dies war zu keinem Zeitpunkt das Problem. Das Problem war, dass Sie nicht gehandelt haben, und davon wollen Sie mit diesem Gesetz ablenken. Und deshalb werden wir diesem Gesetzentwurf auch nicht zustimmen. Vielen Dank.